zum Thema Zahnärztegesetz und Zahnärztekammergesetz setzt Dietmar Keck fort von der SPÖ, Sprecher für Senioren. Schon spannend, wenn der Kollege Schallmeiner am Fuß, den sie gebaut haben, auf andere Länder abschiebt. Aber gut, wir lernen das so zur Kenntnis nehmen, wie er es gesagt hat. Warte mal, gib einmal eine Ruhe, Kollege Loacker, mit reinrufen. Wir machen es ja auch nicht bei dir, also halte ich auch ein bisschen drauf. Weil um was geht es denn wirklich? Um was geht es wirklich bei diesem Gesetz? Die vorliegende Novelle des Zahnärztegesetzes und der Zahnärztekammergesetzes in der Umsetzung der Erkenntnisse des Verfassungsgerichts vom 17. Juni 2021. Aufgrund dessen wurde dann eine Novelle gemacht und in dieser Novelle hat in der Stellungnahme die Stadt Wien schon hingewiesen, wenn das nicht drin ist, dann wird sie Einspruch haben. Ja, nur einmal, Herr Zürmer, ihr habt es am Fuß gemacht und ihr braucht euch nicht aussehen und die Geschichte ist erledigt von dem her. Da kannst du sagen, was du willst, Fusch, bleibt Fusch und den habt ihr gemacht von dem her. Aber um was war es noch gegangen, dass man sieht, was sie noch gemacht hätten? Sie hätten nämlich jetzt eines gemacht in dieser Novelle, die Änderung der Beschluss. Fähigkeit im Bundesausschuss dieses Gesetzes. Das heißt, sie hätten dort nämlich der Mehrheit der gewichteten Stimme. Das bedeutet, dass die Vertretung von nur 4 Bundesländern durch die Gewichtung der Stimme, nämlich die Anzahl der vertretenen Köpfe, im Bundesausschuss bereits das erforderliche Quorum zur Beschlussfähigkeit gehabt hätten. Und nur aufgrund der Stellungnahme der ganzen Zahnärzte, die eingegangen sind, habt ihr zurückgezogen im Ausschuss dann, habt ihr zurückgezogen und darum ist das Ganze weg. Aber ihr wolltet das durch drücken gegen die Mehrheit der Zahnärzte drin. Und genau das ist es, was ihr permanent macht. Und der Kollege Schallmeiner, da kannst du rausgehen und kannst du permanent immer dich rechtfertigen, dass alle anderen Schuld haben. Ihr macht diese Maßnahmen, ihr macht diese Gesetze. Das ist Pfusch und Pfusch bleibt Pfusch. Pfusch bleibt Pfusch, Dietmar Keck von der SPÖ mit einer harten Diagnose zum Zahnärztegesetz in Richtung Gesundheitssprecher der Grünen.